Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Kingdom Hearts Numero 2. Ich erzähle euch gleich mal was, aber dazu gehen wir erstmal aus dieser Welt hier raus, weil die ist nämlich, die Musik ist nervig. So, folgendes. Das, by the way, ein Portal. Das war natürlich blöd, ich musste nämlich in die Schwarz-Weiß-Welt. Und dementsprechend musste ich in diese Welt und deshalb hab ich eine ganz, ganz kleine Cutscene verpasst. Aber das war jetzt nichts Weltbewegendes, deswegen war es mir egal, weil die haben nur gesagt, oh, schaut mal, hier ist ein neues Portal aufgetaucht, was da wohl drin ist. Und das war auch schon die ganze Cutscene. Und das ist der Super Secret Ultra Special Boss, by the way, der da drin ist. Da gehen wir natürlich noch nicht hin. Ihr seht, ich habe nicht so viel gemacht, beziehungsweise ich habe schon was gemacht. Aber ich habe mich nicht aufs Leveln konzentriert. Und zwar passt auf. Das ist eine super beschissene Story, deswegen habe ich auch gestern nicht so lange gemacht. Weil ich danach echt pisst war, auch wenn ich ein bisschen selber dran schuld bin. Folgendes. Ich habe geguckt, was ich tun muss für Ultima. Ich war beim Schmieden, habe geguckt und habe gesehen, wow, du kannst ja schon die Waffe für Donald machen. Dementsprechend seht ihr, Donald hat die Infantinwaffe, den besten Stab, den es gibt. Und dann dachte ich mir so, ja gut, wenn du Donalds Waffe schon machen kannst, guck mal, ob du Goofys Waffe auch schon machen kannst. Goofys Waffe konnte ich noch nicht machen, habe aber gesehen, dass das gar nicht so schwer zum Sammeln ist. Dementsprechend habe ich es gemacht und Goofy hat das beste Schild. Und ja, das war gar nicht mal so schwer. Mir haben nur so ein paar Sachen gefehlt. Hin und wieder musste ich mal Welten neu starten, damit die Gegner respawned sind. Im Endeffekt hat mich aber alles nur eine Viertel bis halbe Stunde gekostet. Also das war jetzt nichts Weltbewegendes. Und schon wieder ist mein Controller gleich leer. Warum passiert mir das immer? Alright. So. Und dann dachte ich mir, wenn du schon Donalds Waffe hast, wenn du schon Goofys Waffe hast, guckst du mal beim Ultima-Schwert. Habe ich gemacht. Ich habe mir das Ultima-Schwert angeguckt. Dazu gehen wir jetzt mal kurz in eine andere Welt. Ich komme gerade mal schnell hier hin. Da. So. Passt auf. Was hier? Ja. So, Ultima. Ich habe alles. Mir fehlt nur noch Uricalcum Plus. Und zwar insgesamt 7-mal. So. Ich wusste, ich hatte irgendwas im Kopf, dass es nicht genug Uricalcum Plus im Spiel gibt. Das hatte ich noch im Kopf gehabt. Dementsprechend habe ich gegoogelt. Und tatsächlich, es gibt nur 7 Uricalcum Plus im ganzen Spiel. Ihr fragt euch jetzt natürlich, wie kann man denn Ultima schmieden, wenn es nur 7 Uricalcum Plus gibt, aber man braucht 13. Das ist ganz einfach. Passt auf. Es gibt 7 Stück. Und ihr seht da unten Luna-Kristall und Energiekristall. Ich weiß nicht, welcher von beiden was macht, aber einer sorgt dafür, dass die Erfahrungspunkte, die du für das Schmieden bekommst, wie jetzt zum Beispiel da oben seht ihr Item Rang S 99 XP. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Luna-Stein, also einer von den beiden, wenn ich den jetzt einsetze, dann verdoppeln sich meine Erfahrungspunkte. Dann bekomme ich anstatt 99 198. 198? Ja, ich hoffe, ich habe mich. Mathe-Genie bin ich. Und der andere Kristall macht, dass die benötigten Materialien verringert werden. Dementsprechend ist, wenn du 7 Uricalcum Plus hast und du gibst einen Luna- oder Energiekristall, welcher von beiden das auch immer ist, ein, werden Uricalcum Plus auf 7 runtergesetzt. Oder du bist Mukri Level 9. Also Schmieden Level 9. Dann passiert dasselbe. Das, was jetzt auch kein großes Problem für mich gewesen wäre, das zu leveln. So, ich habe dann geguckt. Ich habe 6 Uricalcum Plus, 7 gibt es im Spiel. Wo ist der letzte? Und dann habe ich geguckt. Und dann habe ich gesehen, das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Und dann bin ich an einem hängen geblieben. Und zwar alle Materialien abgeben. Also quasi von jedem Material, was es im Spiel gibt, muss man einmal eins abgegeben haben. So, schauen wir mal. Ich habe 50 Sorten von Materialien abgegeben. 50. Und zwar gibt es von jedem immer 4. So, es gibt von Pyrop 4. Die stehen hier jetzt nicht in der Reihenfolge. Das steht dann, glaube ich, hier, ne? Ja, hier stehen die in der Reihenfolge. Von Pyrop gibt es 4, von Cyan gibt es 4, von Donner gibt es 4, von Lucy gibt es 4, von Achat gibt es 4 und so weiter und so fort.
So. Und das habe ich dann hier nachgeguckt. Und dann habe ich gesehen, dass mir, glaube ich, nur noch der Pyrop-Splitter gefehlt hat aus der Liste. Habe ich den Pyrop-Splitter gesammelt, ist aber nichts passiert. Und dann habe ich mir gedacht, warum zur Hölle ist da nichts passiert? Normalerweise müsste ich ja jetzt noch Recalcum Plus kriegen. Und das habe ich alles mit dieser Liste hier abgeglichen. Und dann irgendwann bin ich aus Versehen mal auf diese Liste hier gekommen. Da stehen nämlich alle Materialien, die es im Spiel gibt. Und dann ist mir auf einmal aufgefallen, da gibt's 8. Und da gibt's noch 2. Die standen aber nicht in der Liste im Internet. Und dann dachte ich mir so, warum stehen die nicht in der Liste? Und dann ist mir aufgefallen, und das ist auch das, wo ich sage, das war dann mein Fehler. Ich hatte eine Liste offen vom Original Kingdom Hearts 2, nicht von Kingdom Hearts 2 Final Mix. Hätten wir normales Kingdom Hearts 2 gespielt, hätte ich jetzt Easy Ultima schmieden können. Aber nein, Kingdom Hearts 2 Final Mix hat noch 10 weitere Materialien. Und dann habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Und dann habe ich aber mal geguckt, wo gibt es denn diese Materialien, die mir jetzt noch fehlen? Ja, und da habe ich mich dann richtig aufgeregt. Die oberen 4 kriegt man in der Cavern of Rembrandts, also quasi in dieser Höhle in Hollow Bastion. Da, wo man nur durchkommt, wenn man alle Dryformen gelevelt hat. Ist kein Problem, das hätte ich noch okay gefunden. Die nächsten 4, diese Pilzdinger, diese Ruhedinger. Ruhe heißen die, glaube ich. Ja, die bekommt man nur, wenn man die Organisation 13 Pilze macht. Und das hat mich schon angepisst. Das hat mich schon wirklich angepisst, weil von den Organisation 13 Pilzen habe ich extrem Angst, weil die habe ich nie gemacht, weil die extrem schwer sind. Aber die müssen wir auch machen. Aber das fand ich noch akzeptabel. Sagen wir mal so. Also, ich habe gesagt, okay, die Organisation 13 Pilze sind scheiße, aber dann könnte ich ja trotzdem die Organisation 13 Pilze machen, hätte dann Ultima und kann dann die Special Bosse machen. Und dann habe ich diese 2 noch gesehen. Und wisst ihr, wo man die 2 bekommt? Und jetzt kommt's, die bekommt man von den Special Bossen. Die bekommt man von den Special... Das heißt, ich kann nicht Ultima schmieden vor den Special Bossen. Die müssen wir vorher besiegen. Wie sinnlos ist das denn? Wofür gibt's denn Ultima? Damit ich mir, sobald ich das Spiel komplett 100% durchgespielt habe, mich erfreuen kann, dass ich doch das beste Schwert gecraftet habe. Das ist doch völlig sinnlos. Ich will das Schwert doch, bevor ich die Special Bosse mache. Damit die einfacher sind. Aber das Spiel denkt sich so, nö. Special Bosse einfacher machen? Nö, machen wir nicht. Ey, das... Und da habe ich mich aufgeregt, Leute. Das ist einfach nur sinnlos. Das ist einfach nur sinnlos. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Dann habe ich das Spiel beendet. Dementsprechend habe ich nicht viel gemacht. Ich habe nur noch ein paar Dryformen, 1 oder 2 Level hochgelevelt, aber immer noch nicht fertig. Gerade die Meisterform habe ich gut gelevelt, weil ich war ja auch für die ganzen Spielematerialien war ich in normalen Disney-Welten und da habe ich dann dieses ganze Kugelboost und so Abilities habe ich aktiviert. Und dann haben die extrem viele Drive-Kugeln fallen lassen und dann habe ich mit der Meisterform gut aufgeräumt. Ja, ich habe heute eigentlich nicht so viel Zeit. Jetzt habe ich schon ein bisschen viel geredet und ich weiß auch gar nicht, was wir heute machen wollen, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß ja gar nicht, was wir heute machen wollen. So, schauen wir mal bei Aufgaben hier. Ah, die abwesenden Silhouetten sind okay. Ich glaube, da sind wir noch nicht stark genug gelevelt für. Plakatpflicht wird richtig scheiße. Lieferung bergauf wird auch richtig scheiße. Ballkünstler könnten wir machen. Noch einmal versuchen, Briefpost könnten wir machen. Bienenjäger, Müllentsorger war auch richtig scheiße. Oh, die Struggle-Turniere. Oh, das mache ich offscreen. Das ist purer Bullshit. Da musst du gegen jeden 10-mal gewinnen. Das ist super scheiße. Das sind die Organisation 13 Pilze. Wir wollen noch einmal treffen. Yay. Höhle des Gedächtnisses, das sind die, genau. Ja, das müssen wir alles noch machen.
Da können wir aber erst, wenn wir alle drei Formen gelevelt haben. Abwesende Silhouette, stelle ich ein Duell. Die Ordnung sind 13 Pilze. Filz Trainingsmodus. Okay, den können wir eigentlich auch machen. Den Titan Cup habe ich. Scheiße. Den Moan Cup auch. Fuck, ich habe zu wenig Punkte geholt. Die Paradox Cup, die Paradox Cups öffnet man bei Hades, nicht hier vorne bei Pech und Schwefel. Das ist mir selber gestern erst wieder eingefallen. Das auch nochmal wiederholen. Ja, komm, dann gucken wir mal gerade, ne? Machen wir gerade mal ein paar kleine Aufgaben. Dann haben wir die hinter uns. Für den nächsten Part hoffe ich, dass wir dann wieder was Richtiges machen können. Boah, das sind alles echt scheiß Speicherpunkte. Wenigstens gibt es hier keine Gegner mehr. So, schauen wir mal. Entschuldigung. Briefpost. Das kennt man ja bereits. Easy. Neuer Rekord sogar. Naja, vielleicht, weil die mit Roxas nicht gespeichert worden sind. So, schauen wir mal. Bei denen reicht es leider nicht nur, die zu machen. Was super dumm ist. Aber das ist leider so. Briefpost innerhalb von 14 Sekunden. Ist ja easy. Easy gemacht, Leute. So. Lieferung wird auch ein bisschen beschissen. Ich glaube, da muss ich meine Abilities umrüsten. Okay. 25 Sekunden war jetzt gar nicht mal so scheiße, oder? Schauen wir mal. 15 Sekunden! Ich glaube, da muss ich umrüsten. Ah, das wird leider nicht reichen. Ah, shit. Ich glaube, ich muss da ein paar Combo-Blusse rausnehmen. Da muss ich mich aber mal im Internet oder so durchlesen. Dementsprechend werde ich das auch offscreen machen. Ballkünstler. So, das Blöde ist, dass ich natürlich jetzt nicht einfach auf gut Glück das hier machen werde, sondern ich werde das jetzt einfach mal auslaufen lassen. Und dann werden wir erstmal angucken, wie viel wir machen müssen. Weil ich will jetzt nicht bis 100 machen und im Endeffekt muss ich 200 machen. Ist super scheiße, das will ich nicht. Sondern zeig mir das hier direkt. Okay, 100. Gut, das können wir gerade machen. Also kein Problem. Dauert natürlich jetzt ein bisschen länger, aber was soll's. So, da macht mir viel zu viele Kombos, ey. Okay. Solange der Ball mir nicht verspringt, ist alles gut. Und jetzt schon 46. 51. This is it.
Krieg ich immer 5 Schläge. Dauert dann natürlich ein bisschen, aber. Ja, da wäre der Ball mir mal gerade ein bisschen versprungen. Gehen hoch 14. Zweimal noch. Einmal noch. Und easy. Und easy. So. Hätten wir das auch. Das waren ja an sich keine schweren Aufgaben. So, dann haben wir aber noch 3 Minispiele hier. Leider. Und die Minispiele, das werde ich auch im Internet nachgucken müssen. Zumindest 2 von denen. Bei dem einen bin ich mir nicht sicher. Einmal Plakatpflichten. Das war nämlich überaus schwer. Und dafür sollte man eigentlich auch am besten alle Drive-Formen gelevelt haben. Da gibt es auch irgendeine beste Route und sowas, also. Na, du sollst kleben. Ich weiß gar nicht mehr, in was für einer Zeit man das schaffen musste, aber das war schon extrem schwer. Also wie gesagt, mir geht es gerade einfach nur darum, das schon mal zu machen. Die beste Route und wie man das alles am besten macht, das muss ich mir noch angucken. So, hier oben waren auch noch 3, ne? Oh. So, jetzt will ich gar nicht die Zeit wissen. 15 Sekunden, glaube ich. Ne, 30. Okay. Ja gut, 15 Sekunden war schon krass. Aber 30 Sekunden ist halt hart. Das ist wirklich schwer. So, Bienenjäger. Geht es da einfach nur darum, die Bienen kaputt zu machen? Achso, das geht auf Zeit. Acht Sekunden? Wow. Wow. Das könnte sogar gereicht haben. Jo, easy. Oh, ja gut, das Zwackelturnier ist sowieso offline. Ja. Street Grind macht wahrscheinlich auch offline. Gucken wir uns noch das Müllentsorger an. Das werde ich auch nicht schaffen, weil dafür darf man nämlich überhaupt gar keine Kombos in ausgerüstet haben. Das heißt, ich muss alle Combo Plus rausnehmen. Ist halt viel zu viel. Ich glaube, du darfst nur 5 oder so haben. Irgendwie was ganz Hartes war das. 6. Close enough. Ich will aber kurz was ausprobieren, by the way. Und zwar fand ich das mit dem. Schade. Okay, funktioniert nicht. Ich habe eigentlich gehofft, ich könnte mich in die Mitte stellen, eine Luftkombo machen, am besten, dass ich keinen erwische und dann mit dem Magnet alle wegballern. Aber das hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das gehofft habe. Schade. Ja gut, dann sind wir ja quasi schon hier durch. Mehr gibt es ja nicht zu tun. Struggle-Turnier, wie gesagt, mache ich offline. Pilze. Braucht man noch nicht versuchen. Das Gedächtnis ist auch nicht. Arena des Olymps, diese Übungsmodus, Gedöns können wir machen.
Ich kann nur einen Speicherpunkt finden. So. Moin! Erstmal Übungsmodus, den müssen wir auch nochmal machen. Aber hier kann ich noch die Taktik annehmen, oder? Ja, easy! Okay, da das ein Übungsmodus ist, gehe ich mal davon aus, dass das... Ja, wird hier wahrscheinlich nicht passieren. Kann das sein? Ja, okay. Dann der Übermodus. Entschuldigung. Aber das ist mit dem Magnet ist das super easy. Also ich bitte euch. Ich hole die Punkte wie ein junger Gott. Wie ein junger Gott, wie ein junger Herkules. Können wir neue nachspawnen? Schon fast 200 Punkte. Ich bitte euch. Punkte, was wollt ihr eigentlich von mir? 500 Punkte! Ich bin einfach ein Gott! Gefühlt mehr hätte ich auch gefühlt nicht holen können, weil die sind nicht so schnell nachgespawnt. So, warte mal noch. Muss das nicht noch eins geben? Mit 1000 Punkten? Was? Euch ist schon bewusst, dass die gar nicht so schnell nachspawnen. Wie soll ich das denn machen? Okay, dann wird es auch irgendeinen Trick geben. Muss ich mir angucken, weiß ich nicht. So, die ganzen Cups, die muss ich irgendwann nochmal wiederholen. Der Schlund der Herausforderung wiederholen, ah. 100 Morgenwald, ja, da müsst ihr auch nicht unbedingt dabei sein, das kennen wir alles. Geschenke nochmal verpacken, Fabrikwind, yep. Port Royal Zeitfahren? What? Das sagt mir aber nichts. Oh Gott, Lichtrennen muss ich auch nochmal machen. Mysteriösen Eingang untersuchen? Ganz bestimmt nicht. Alle Welten abschließen und Xemnas besiegen, haben wir schon gemacht. Ja! Nö. Puzzeln. Geht auch noch nicht wirklich viel. Bei den Herzlosen weiß ich, welche noch fehlen. Oh, mit Twilight Touch fehlt mir nur ein einziger Schatz. Oh, den zu finden wird spaßig.
Ja gut, in Radiant Garden noch viele, das ist klar. Schloss des Biestes fehlen noch welche. Oh, bei Schloss des Biestes weiß ich, wo die sind. Können wir gerade mal schnell hin. Da sind wir, da durften wir ja nie hin. Weil die uns vorher rausgeschmissen haben, die Säcke. Oh. Falscher Speicherplatz. Geht mir nicht auf den Sack. Hier nämlich. Die haben mich immer in der Cutscene gesehen, aber die haben uns hier nicht rausgelassen. So. Das war easy. Mir den Garten ist klar. Arena des Olymps fehlen auch noch zwei. Spaßig. Ein Akrabber fehlen auch noch welche. Land des Drachen fehlen noch welche. Port Royal fehlt auch noch einer. Uff. Uff. Naja. Alright. Gut, aber ich habe ja gesagt, ich habe heute leider nicht so viel Zeit. Das Gute ist, dass das eine kurze Arbeitswoche ist. Ist ja schon quasi ab Donnerstag wieder frei. Ich bin zwar, glaube ich, übers Wochenende nicht da. Wahrscheinlich. Aber ich werde versuchen, die Konsole mitzunehmen. Ich werde versuchen, irgendwas zu machen. Hoffe, dass ich da die Zeit habe. Das heißt aber auch, dass dann erstmal keine Videos kommen werden über Donnerstag, also über das Wochenende, wenn ich weg bin. Aber dafür werde ich hoffentlich dann genug Zeit haben, ein bisschen zu leveln und sowas. Weil wenn wir Level 100 sind, oder ansatzweise Level 100, dann können wir auch endlich mal hier die ganzen Silhouetten machen und die Special Bosse in Angriff nehmen. Und das wird spaßig. Und sobald ich auch alle Limitformen und so gelevelt habe, können wir dann auch endlich mit den Pilzen anfangen. Und die Pilze werden auch ultra spaßig werden, nicht? Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Sorry, dass der Part heute ein bisschen notdürftig war, aber ging halt leider nicht anders. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein, wenn hoffentlich wieder mehr geht. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss!